Zuschauer und wir beide hier oben werden heute eines erleben, was wir uns richtig wünschen, nämlich ein Fußballfest. Ein langer Ball nach vorn. Er lässt sich in dieser Situation nichts zu Schulden kommen. Das sind natürlich genau die Situationen, die ein Stürmer nicht liebt. Mit dem Rücken zum Tor, der Gegner ist dran. Das konnte er nicht. Er kommt richtig lang. Er schlägt ihn nach vorne. Gut abgelaufen. Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Da flankt er den Ball. Gut aufgepasst. Das war notwendig. Jetzt die Chance. Einfach mal weggedroschen. Kirikesh. Er versucht ihn da durchzuspielen. Das war wichtig, dass er da gerade noch angekommen ist. Sonst wäre es gefährlich geworden. Versucht's mit einer Hereingabe. Der wird eine Zeit lang brauchen, bis er wieder runterkommt. Er steckt ihn durch. Er hat den freien Raum auf der Außenbahn gefunden. Versucht die Gasse zu finden. Manchmal erlebt man ja trotz eines 0:0, dass die Atmosphäre knisternd und prickelnd ist. Die schießen hier überhaupt nicht aufs Tor. Hier ist das wirklich nicht der Fall. Schöne, entschlossene Offensivaktion. Aber die Verteidigung hat gut aufgepasst. Da war er ganz auf sich allein gestellt gegen eine gegnerische Übermacht. Vielleicht war in dieser Situation wirklich nicht mehr drin. Eine gefährliche Situation, aber er war voll auf der Höhe. Aus dem Gefahrenbereich. Ist das ein langer Ball? Er versucht, die Lücke in der Abwehr zu finden. Weit nach draußen gespielt. Er zieht durch. Am Tor vorbei. Schon weggedreht, weil ich gedacht habe, der Ball liegt schon im Netz und irgendwie hat er ihn dann doch noch verdaddelt. Es hat lange gedauert bis zur ersten richtigen Chance. Jetzt müssen sie genau da weitermachen und sich weitere Möglichkeiten erarbeiten. Es ist ihnen nicht gelungen, Torchancen herauszuarbeiten. Und sie werden sich in der zweiten Hälfte deutlich steigern müssen. Keine Tore bis hierhin. Nur noch 45 Minuten zu spielen. Und dann sind wir schlauer, was diese Gruppe angeht. Also die Leistung stimmte auf beiden Seiten im ersten Durchgang, auch wenn beide nicht getroffen haben. Die Schlüsselfrage im zweiten Durchgang: Wer hält die Konzentration länger aufrecht? Versucht, den Ball in die Gasse zu spielen. Durch die Abwehr. Ob er nach innen zieht? Er versucht, ihn da durchzuspielen. Ja, schön gehalten.
Ich kann mir gut vorstellen, da hatten die Fans die Arme schon oben, weil sie den Ball im Tor gesehen haben, aber nicht mit diesem Torhüter. Der kommt weit nach vorne. Wenn man sich so das Spiel anschaut, dann scheint es darauf hinauszulaufen, dass sie häufig über die Flügel kommen. Wenn du diese Verteidigung aufbrechen willst, dann musst du das Spiel breit machen, damit sich die einzelnen Gegenspieler mehr und mehr auf dem Defensivverbund lösen und dann entstehen Lücken und dann können deine Spieler in genau diese Lücken reinstoßen. Training zahlt sich aus, das ist gutes Zweikampfverhalten. Er probiert es mal mit dem Heber. Herzlichen Glückwunsch von unserer Stelle hier.